Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Night of the Dead. So, wir werden mit Ella heute unterwegs sein. Ich bin mal gespannt, hier kommen noch ein paar Nachwehen von der Welle anscheinend. Ella, ich hoffe, du bist am Start. Ja, da bist du. Ich wollte ja mit euch mal zu Fuß ein bisschen unterwegs sein. Einfach zwecks des Lootens auch. Und ich möchte genau in die falsche Richtung. Ich möchte mit euch in die Richtung mal schauen. Mal gucken, was wir hier so auf der Straße noch für Gesindel einfangen. Da hat jemand ein Beutelchen verloren. Sammeln wir doch gleich einmal ein. Tür kann ich ja offen lassen, da passiert ja nichts. Die gehen ja nur rein, wenn ich drin bin, die Zombies. Also man kann da durchaus die Tür offen lassen ohne Probleme. So, Waffen. Lade mal die Waffen durch, weil das ist immer toll, wenn du unterwegs bist, hast aber nie deine Waffen geladen. Vier. So. Und du hast irgendwie die Lampe ausgemacht. Ach, du hast da gar keine Lampe mehr dran. Hast du da noch eine Lampe dran? Nö. Hast du da noch? Da habe ich noch eine Lampe dran. Kann ich die an- und ausmachen? Nee, damit nicht. Mit G auch nicht. Na ja, gut. Wir gucken uns einfach mal um. Da gibt es ein paar Häuserchen. Wie gesagt, wir werden halt ein bisschen looten, aber ich möchte natürlich hauptsächlich jetzt mal in diese Richtung gehen. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal wieder, oder vor zwei Parts schon wieder vergessen, hier die Kiste mir zu holen. Irgendwo war Rauch, das haben wir vom Berg aus gesehen, aber gut. Ich denke mal, das ist jetzt ja nicht so tragisch. Ich glaube, es ist tragischer, wenn ich tatsächlich hier eine andere Schwierigkeitsstufe wähle und ich dann wirklich auf jedes Teil angewiesen bin. So, lass uns mal gucken, Ella, wo wir da hinkommen. Ich werde natürlich schauen, dass ich möglichst auch nur mit meinem Paddel kämpfe. Nicht zu viel mit der Waffe. Okay, da kommen wir eh nicht drüber. Aber die Waffe, die gibt mir jetzt gerade ein bisschen Licht, ne? Na toll. Ja, ja. Ah, da können wir. Da können wir langlaufen. Ich hoffe, du auch, Ella. Kommst du da auch rum? Ja, gut. Du kommst da auch rum. So, hier war irgendwo. Genau, wir sind jetzt quasi genau auf diesem. Auf diesem Weg im Grunde. Ja, macht doch auch mal Spaß, zu Fuß unterwegs zu sein. Einfach mal die Gegend sich ein bisschen anschauen. Ich meine, die haben hier echt enorm viel Arbeit auch reingesteckt in diese Map. Und dann kann man das durchaus auch mal würdigen, indem man hier mal ein bisschen zu Fuß unterwegs ist. Was war jetzt? Ups. Hast du was fallen lassen? Nein. Gehen wir mal da hoch, aber ich glaube, da oben ist eh nur ein Bunker. Ja, du kannst gerne mal durchschnaufen, wenn du willst. Wenn du dann wieder nachkommst, dann ist das okay. Ich glaube zumindest nicht, dass da oben irgendwas Besonderes sein wird. Also ich möchte jetzt auch mal einfach ein Stück weit die Map erforschen. Dass wir einfach hier mal hochgehen. Keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Kann natürlich auch in der Sackgasse enden. Dann können wir aber auch hier quer über den Berger mal schauen, ob wir laufen können. Ich habe jetzt natürlich nichts an Hölzern oder sonst irgendwas dabei.
Und die Sonne geht ja eh bald auf. Wir sind ja Stunde 2 jetzt nach der Welle. Ich versuche ja immer möglichst keine großen Schnitte mehr zu machen. Wenn ich doch mal Schnitte machen sollte, dann eigentlich nur fürs Verräumen von Sachen oder ja, ich habe mir das gedacht. Da ist wieder nur so ein Startbunker, weil das ist jetzt halt auch so eine Ecke, wo man startet. Ich weiß gar nicht, ob man da reingehen kann. Das habe ich noch nicht probiert. Nee, reingehen kann man nicht mehr. Aber ist okay. Wir laufen einfach mal hier weiter. Mir geht es ja hauptsächlich darum, einen Weg zu finden, wie wir auch mit dem Panzer dann später fahren können. Also der Weg ist jetzt auf jeden Fall in Ordnung. Auch hier rüber ist er in Ordnung. Man kann hier schön entlang fahren. Schöner Spaziergang. Schöner Morgenspaziergang. Nachtspaziergang. Wir haben erst zwei. Kann natürlich sein, dass wir hier ein paar Krokus finden. Oh, schaut euch das an. Toll, da drüben ist nämlich die Winterlandschaft. Keine Ahnung, was das da hinten für ein Gebäude ist. Ein Hochhaus, ja, sehe ich auch, aber ob das irgendwas Besonderes ist, keine Ahnung. So, also hier kommt man auf jeden Fall noch ganz gut durch, ne? Mit dem Panzer würde man hier auf jeden Fall noch gut durchkommen. Aber da ist es dann schon wieder vorbei. Also hier könnte man definitiv nicht mit dem Panzer fahren. Also auch nicht da hoch oder sowas. Aber wie schaut es denn da unten aus? Könnten wir im Grunde von hier eine Brücke darüber bauen? Also gar nicht einmal so weit runtergehen, sondern wirklich hier anfangen. Und dann hier Kerzen geradeaus rüber. Oder, naja gut, man könnte mit dem Panzer ja noch da runterfahren. Ne? Solange ich jetzt halt hier noch laufen kann und nicht runterrutsche, wäre ich ja quasi auch noch im grünen Bereich mit dem Panzer. Ich glaube, auch da kann man mit dem Panzer ganz gut fahren. So, schwimmen können wir zwar, aber wir brauchen, glaube ich, Ausdauer, ne? Oh, Ella, du kannst auch schwimmen. Das weiß ich jetzt eben nicht. Okay, aber... Na, es wäre auf jeden Fall eine Abkürzung rüberwärts, hier rüberwärts. Und ich bin mir nicht sicher, wir können mal hier schauen, ob es irgendwo eine Ecke gibt, die ein bisschen... schöner ist, also ein bisschen näher dran ist. Weil wir können ja, Ella, Anhängerspule, Befehl für Anhänger, Pflanzensammlung. Wir machen jetzt mal die Pflanzensammlung bei dir an. Nein, nimm die 1. Jetzt wollte ich mit dem... Ich habe jetzt halt mit der Pistole den Busch fällen wollen. Besser gesagt, ich habe mit dem Mausrad versucht zu wechseln auf meinen Paddel. Ist da eine Schlange? Oder verliert das Ding irgendwas? Was hast du jetzt? Compared to other grassland areas, this place seems to have much more fertile land. Okay. Was mich jetzt aber eigentlich gar nicht mal so interessiert, ne? Mit dem fruchtbareren Boden. Aber hier ist, glaube ich, der Weg etwas kürzer rüberwärts, ne? Als da vorne. Ah.
Fällst du eigentlich Bäume? Schaut nicht so aus, ne? Das schaut so aus, als würdest du nur an den Bäumen schnuppern, aber sie nicht fällen. Du hast wahrscheinlich keine Lust mehr, ne? Weil ich dir das jetzt so lang verwehrt habe. Ich meine, wir können sowieso nichts bauen, ne? Let's sort out the equipment we're not using. For not using. Okay, warte mal, wir schauen mal ganz kurz auf unser Bauding-Sie hier. Genau, wir bräuchten nämlich hier Holz und wir bräuchten Bretter und natürlich auch Seile. Also das müsste ich im Grunde dann entweder hier herstellen oder dann wirklich mit dem LKW herfahren. So, bleib mal da. Pflanzensammlung, Fernkampf bevorzugen. Machen wir das nochmal aus. Komisch. Da kommt irgendeine Gaswolke oder sowas aus diesen Bäumen. Vermute ich jetzt mal. Okay, also du willst einfach nicht. Das ist okay. Dann lass es bleiben. Ist auch nicht so wichtig. Für mich wäre jetzt halt wichtig, ob ich hier rüberwärts bauen kann, in die Richtung. Von dem Moment aus. Okay, probieren wir es einfach mal. Ich schau mal, was ich herstellen kann. So, wir bräuchten ja produktionstechnisch nicht den Maschinentisch, sondern den Materialverarbeitungstisch, den bräuchten wir. Den können wir auch bauen. Wunderbar. So, den machen wir jetzt einfach mal. Dann können wir herstellen Holzbretter. Wir können herstellen Hölzer. Wir können dann noch nichts herstellen, weil wir nämlich Seile brauchen. Kann ich Seile hier auch herstellen? Nein. Für Seile brauche ich wieder irgendwas anderes, ne? Für Seile brauche ich dann nicht den Material, den hier. Die Werkbank brauche ich dafür. Geht es da vielleicht her? Dann machen wir das Ding aus und stellen wir es einfach halt dahin, wo es geht. So, kann ich eine Fackel aufbauen? Achso, da fehlt mir Eisenstein und Benzin. Toll. Wo kriege ich jetzt hier Benzin? Gar nicht. Ansonsten hätte ich mir nämlich sogar eine Fackel hergestellt. Ist egal, Ella. Ella, total wurscht. Gucken wir mal, ob wir irgendwelche Steine vielleicht auch abbauen können. Ne, gehen wir mal auf die 6 bitte. Weil wir hatten ja hier, glaube ich, auch irgendwo. Ja, hier. Gucken wir mal, wie viele Schläge wir jetzt halt brauchen. 3 Schläge. Solche Steine können wir natürlich auch sammeln. Okay, da brauche ich nur noch 2. Ups. Einmal. Zweimal. Also für die normalen Steine brauche ich im Grunde nur noch 2 Schläge. Das ist doch schon mal schön. So, sammeln wir mal hier ein paar mehr. Komisch, dass man da nicht noch mehr sammelt, wenn die schon hier so nebeneinander liegen, ne? So, nimm mal deine Axt wieder. Ne, die Axt habe ich gesagt.
Weiß nicht, warum Ella nicht will. Ich denke mal, dass das irgendwie ein Bug ist, weil eingestellt habe ich sie ja richtig. So, lass mal gucken, ob wir wenigstens eine Fahne herstellen können. Eine Fahne können wir herstellen, ne? Ist doch gut. So, weil dann platzieren wir die nämlich hier einfach mal. Dann haben wir die nämlich hier auf der Karte und besser gesagt auch hier auf dem Radar oben. Ich würde allerdings sagen, dass ich die von der Farbe ändere und zwar auf lila. Ja, lila und einfach lassen, dann passt es schon. So, kann ich jetzt schon was bauen? Die kann ich nicht bauen, ne, weil ich da Seile dafür brauche. Okay, kann ich Seile herstellen? Wenn ja, wie viele? Ah, okay, da brauche ich Stoffe dazu, ne? Stoffe, da brauche ich Blätter dazu. Dann ist natürlich die Überlegung, dass man nur diese Teile hier baut. Weil ich habe ja schon gesagt, ne? Ich möchte hier... Danke, Ella. würde das vom Weg her passen? Ich glaube schon, ne? Das ist eigentlich doch ganz okay. Probieren wir es halt einfach. Wenn das Material ausgeht, dann holen wir das nächste. Kann das Gebäude nicht stützen, genau. Und deswegen brauchen wir nämlich dann auch die Dinger hier. Okay, Ella, das hat keinen Sinn. Das habe ich mir jetzt so leicht vorgestellt, aber da habe ich jetzt wieder überhaupt nicht dran gedacht. Aber wir haben ja unsere Fahne. Das ist doch auch schon mal gut. So. Wir schnappen uns dann einfach das Zeug, was wir brauchen. Weil wir gehen jetzt halt quasi hier zurück. Halt, warte mal, du kannst die 1 hier... Jawohl, ich glaube... Ah, doch. Schön. Vielleicht war auch die Gegend nicht so gut, ne? Warte mal, bleib mal da jetzt. Weil dann mache ich nämlich die Pflanzensammlung wieder aus bei dir. Ja, das habe ich doch erst gemacht, das Upgrade. Ja, da kommt man schön mit dem Panzer hin. Und vor allem, ich möchte ja auch den Panzer mal testen, ne? Ist ja auch klar. Dum, dum, dum. Ja, da können wir schön fahren. Dann können wir da oben einfach auf dem Rückweg mal ein bisschen die Häuser looten, würde ich sagen. Oh, Entschuldigung. Habe ich nicht drauf geguckt, ne? Oh, du läufst verkehrt. Wir müssen in die Richtung. Da, Richtung 1 müssen wir laufen. Die Markierung habe ich mir deswegen extra gemacht. Nicht am Stein hängen bleiben. Ah ja, da. Wunderbar. Und da können wir dann einfach mit dem Panzer hier durchrauschen. Ich schaue bloß mal, wie wir am besten fahren. Das Auto können wir jetzt zum Beispiel zerlegen. Wir können dann, wie gesagt, auch die Sachen generell hier mal ein bisschen looten. Schauen, wie schnell das jetzt geht mit dem Auto. Sehr schnell. Sehr schnell geht es. Ein Roller. Hey, guck mal. Können wir da fahren? Ein bisschen Sprit ist drin. Da können wir zumindest ein paar Meter fahren. Mach mal dein Licht an. Irgendwie süß, ne? Mit dem Roller. Vor allem, das ist halt echt nur ein Moped. Also so ein 20er. Schneller fährt doch das Ding nicht. So. Ah ja, können wir hier abstellen und dann gehen wir hier mal ein bisschen in die Häuser. So, jetzt haben wir eh schon gut Quarrecht gemacht, ne? I'll drive next time. Ja, ist in Ordnung. Dann fährst du eben das nächste Mal.
Da bin ich mal gespannt, wie du dich anstellst. Also hier kommt man nicht rein. Da vorne kommt ein Nachbar. Den Rest latschen wir jetzt dann eh. Ja, der Roller gibt auf jeden Fall ein gutes Licht, ne? So. Schauen wir mal hier rein. Da sind bestimmt ein paar. So, gucken wir mal, was wir hier haben. Da stecken wir wieder nur ein. Ach nee. Nee, das mehr. Mittlerweile ist mir das irgendwie ein bisschen zu doof mit den ganzen Klamotten immer mitnehmen. Hier, die Sachen können wir mitnehmen. Ja, schnauf ruhig durch, während ich hier sammle. Das macht nichts. Ich habe dich ja extra deaktiviert, wenn man so will. Level up, schön. Ist der blöde Hund, bist du? Wo ist er denn? Da ist er. Oh, du hast sogar eine gelbe Kiste. Nehmen wir halt jetzt einfach mal, ne? Aber aus den Schränken eigentlich nur noch das, was wirklich hier sowas da. Munition definitiv immer. Ist da sonst noch was? Genau, das Zeug. Das ist, was wir brauchen. Jetzt wieder auf mich draufsteigen. Münzen, wunderschön. Ja, da müssen wir auf jeden Fall einmal bei der Irrenanstalt nochmal vorbei und müssen mal schauen, dass wir mal so ein Teilchen da kaufen. So, sorry für den Schnitt. Telefon hat gerade geschellt, hat man vielleicht wieder gehört, aber ich versuche mir das rauszuschneiden, wenn es schellt. So, jetzt weiß ich nicht, wo ich war. Genau, wir wollten hier noch weiter looten, ein klein wenig. Rup, rup, rup. Nichts mehr. Gut. Da haben wir, glaube ich, noch zwei Schränke, ja. So, Bücher gibt es ja hier nicht, aber wir haben zumindest normales Material und auch Schießpulver ist natürlich nicht verkehrt. So, wir laufen jetzt weiter. Den Roller lassen wir stehen. Schön, diese Feuerstellen eigentlich, ne? Ah, ein bisschen sitzen und ausruhen. Du auch, Ella? Ah, okay. Also wenn jetzt Ella sagt, sie will sich ausruhen, dann muss man sich einfach hier nur mal hinsetzen. Okay, essen kann ich nichts. So, das reicht. Wunderbar, aber jetzt kann ich was essen. So. Wir haben ja nicht mehr allzu weit. Das heißt, wir können jetzt hier auch noch ein bisschen lootend zurückgehen. Ja, war jetzt vielleicht eine dumme Idee von mir mit dem zu Fuß laufen. Aber ich hatte mir das schöner vorgestellt. So, habe ich mein Mikro eigentlich an? Ja, habe ich. So, was haben wir hier? Schöne Stühlchen. Aber da können wir auch nicht einfach so runterspringen, ne? Naja, können wir schon. Ich glaube, Fallschaden kriegen wir jetzt halt nicht mehr allzu viel, aber... Da können wir mal reingucken.
Ja, ich komm rein zu dir. So, oh, Automaten. Wir können ja Geld brauchen. Snickers natürlich auch. Immer. Gerne. Her damit. Ich habe schon gesehen, dass da irgendein Kühlschrank oder was weiß ich was drin war, aber das. Man kann es jetzt auch mittlerweile übertreiben, ne? So macht's Laune. So. Da vielleicht ein wenig Muni. Jawohl. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Hier wird Benzin gelagert oder Öl. So, da kann man nichts. Doch, da. Jawohl, nochmal Munition. Munition können wir immer brauchen, gell, Ella? Dankeschön. Elektronik ist auch gut. Findet man komischerweise sehr häufig in diesen Häusern, dass da irgendwelche Surfer stehen. Jawohl, Spulen. Spulen sind definitiv gut. Schon einiges an Zeug zusammen, ne? Wenn man hier mal ein bisschen durch die Gebäude wandert, das ist schon, da waren wir. Schon toll. So. Kommen Sie mit, Ellerlein. Der Supermarkt, den haben wir schon. Die Autos kann man vielleicht noch zerlegen da vorne. Für ein bisschen mehr Gummi. Stehen da Schließfächer? Okay. Ich glaube, automatenmäßig haben wir das meiste eh schon weggemacht. Also ich glaube, vom Loot her war es genau richtig, dass ich gesagt habe, dass nichts nachspawnt. Weil es gibt einfach so viel. Liegt natürlich auch immer ein bisschen da dran, was man auch für Loot-Einstellungen hat, ne? Das ist auch ganz klar. So, das Auto noch. So, die Automaten. Ah, die haben wir auch noch nicht. Wir können jetzt halt jedes Kleingeld brauchen. Es wäre schon toll, wenn ich da noch die zweiten 1000 zusammenbekomme an Münzen. Da waren wir schon mal drin. Passt schon. Dann haben wir halt heute mal einen kleinen Zu-Fuß-Ausflug gemacht. In die Waldgegend und beim nächsten Mal schnappen wir uns dann unseren neuen Panzer, unseren ausgebauten. Ah ne, warte, geht da vorne durch die Tür. So. Wenn du mit reinkommst, Ella. Ah, Fleisch ist auch schon wieder angerichtet. Ella? Hier rein? Gut, passt schon. So, einmal auf Stopp. Dann kannst du nämlich hier wieder stehen bleiben. Dann werde ich, du hast glaube ich eh fast nichts einstecken, ne? Na doch. Das da. Munition lasse ich dir. Dann sammle ich mal das Zeug noch ein. Okay, dann werde ich das ganze Zeug verräumen. Das bleibt bei Ella. Das räume ich weg.
Und dann werden wir uns das nächste Mal mit dem Panzer wieder auf den Weg machen. Und dann schaue ich mal, dass ich da an dieser Stelle hier eine Brücke hier rüber baue. Ich habe ja gesagt, ich möchte eine Abkürzung schaffen irgendwo rüber ins Schneegebiet, weil ganz ehrlich, da jedes Mal hier komplett außen rum fahren, mache ich nicht. Das ist mir dann einfach ein wenig zu weit. Das ist mir ein wenig zu viel. Ja, genau. Also wir werden dann das nächste Mal hier schauen, dass wir eine Brücke bauen. Da werden wir natürlich dann dementsprechend das Material zusammensammeln. Und freue mich schon drauf. Alles klar. Leute, ansonsten soll es das heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch der Part gefallen hat. Moment, Ella, darfst mit drauf aufs Bild. So. So hin. So, dann bist du mit drauf. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo da zu lassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.